Der Friedhof auf der Löh ist heute die letzte Ruhestätte vieler Viersener Bürgerinnen und Bürger. Grabstätten werden als Sachzeugnisse der Geschichte begriffen, als bedeutende Merkmale der Viersener Geschichte. Die Stadt schuf den neuen Begräbnisplatz auf der Löh. Als zunächst der katholische Friedhof dort 1867 begonnen und mit der Friedhofskapelle 1868 eingeweiht werden konnte, bedeutete das die Verlegung des alten Friedhofs an der Remigiuskirche nach außerhalb der umbauten Stadt. Die Stadt schaffte einen Leichenwagen an. Der Leichenweg von der Kirche durch das Friedhofstor zur Friedhofskapelle zeigte die optische Verbindungslinie zur Pfarrkirche. Dieser Abschnitt des katholischen Friedhofs mit der Leichenhalle und dem Friedhofskreuz zeigen sehr schön den aufblühenden politischen Katholizismus im Rheinland. Denn auch das neogotische Kreuz des Friedhofsteiles mit dem Wappen Viersens aus dem Jahre 1896 zeigt eben, wie Viersen von evangelischen Christen als kleine Oberschicht beherrscht wurde und nun aber auch politisch vom Zentrum eingeholt wurde. Auch das kann man am Friedhof sehr schön ablesen. Und insofern ist das Thema der Friedhof ein Geschichtsbuch auch hier sehr schön ablesbar. Gref, Seidenfabrikant, Fuhrmanns, Baumwollfabrikant, Goethers Bresken oder Heine, Metallfabrikanten. Die Pastorengräber sind dagegen bescheidener. An diesem Friedhof in Viersen kann man sehr schön sowohl die Trauergeschichte der einzelnen Familien, aber auch die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Viersens, aber auch die Kunstgeschichte ablesen. Der städtische Begräbnisplatz wurde als Parkanlage konzipiert. Dort gedachte man den Toten. Der Kult des Gedenkens stand im Vordergrund. Heute verliert sich der so vertraute Tod und verschwindet. Der Ort des Todes verschiebt sich in ein Krankenhaus oder in ein Pflegeheim. Hat man sich des Toten erst einmal auf dem Friedhof entledigt, ist keine Rede mehr davon, dessen Grab aufzusuchen. Die Feuerbestattung schließt die Familienwallfahrt oft aus. Die Urnen werden in den ehemaligen Friedhofskapellen beigesetzt. In einigen Städten gibt es anonyme Gräberfelder, so auch in Viersen. Zu der neuen Leichenhalle führt eine großzügige Treppenanlage hinauf. Am Eingang sehen wir ein von dem Viersener Künstler Willi Brüll gestaltetes Mosaik, die Pieta, Maria mit ihrem toten Sohn Jesus. Der Weg hinein führt zunächst in einen dunklen Gang mit reliefartigen Wandgestaltungen. Dann gelangt man in einen hohen, lichtdurchfluteten Versammlungsraum mit Blick in den Park. Die Raumfolge erinnert an das apostolische Glaubensbekenntnis. Abgestiegen zur Hölle, auferstanden am dritten Tag. Die Trauergäste erleben das Einssein mit der Natur. Vor einem stilisierten Palmzweig ein kleines Kreuz.